Frau Alt, was können die Besucher im Stadthaus hier erleben und welche Bilder können sie sehen? Ja, also meine Bilder Boxing Cuba zeigen jetzt nicht den Boxsport an sich, sondern vielmehr den Menschen, der dahinter steht. Also ich habe sowohl junge Boxer, also die Olympioniken, die 2016 nach Rio zur Olympiade gereist sind, porträtiert komplett. Dann habe ich, sieht man ganz viele aus unterschiedlichen Altersgruppen, sieht man junge Boxer, man sieht auch eine Frau in meiner Ausstellung und eben auch Boxer aus den 60er und 70er Jahren. Es geht aber nicht nur um die Boxer, sondern auch um Kuba und um das Leben in Kuba und auch um den Stellenwert des Boxens in Kuba. Ja, also es geht in meiner Ausstellung, also der Boxsport hat eigentlich, also hat in Kuba eine besondere Bedeutung. Wenn man in Kuba Boxer ist, dann hat man es geschafft. Dann hat man einen besonderen Lebensstandard in Kuba. Man bekommt ein Auto, man bekommt eine Wohnung gestellt. Man hat einfach ein besseres Leben und vor allem hat man auch den Ruhm und die Anerkennung unter dem kubanischen Volk.